Herr Köbel, da vorne spielt die Musik und nicht auf der Zeugenbank. Würden Sie bitte nach vorne kommen? Das weiß ich. Ja. Also, und hören Sie sich bitte mal meine Belehrung an. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Hannes Köbel, 36 Jahre alt, Sie wohnen in Hamburg, Sie sind ledig, Pharmareferent von Beruf und mit der Angeklagten hier nicht verwandt oder verschwägert. Und Sie wissen, dass der Angeklagten vorgeworfen wird, sie soll am 24. Februar 2008 ihren getrennt lebenden Ehemann mit diesem Schlafmittel hier vergiftet haben. Das weiß ich, aber Bernadette war das ganz sicher nicht. Und warum sind Sie sich da so sicher? Weil Bernadette den Abend so ab 18 Uhr bei mir war. Wir treffen uns oft sonntags mal, kochen was zusammen, gucken danach noch ein bisschen fern. Und da bin ich mir deswegen hundertprozentig sicher. Und wie lange ist die Frau Anger bei Ihnen geblieben? Ja, ich denke mal, das war so bis kurz vor Mitternacht. Also sie kann Milan absolut gar nichts getan haben. Und außerdem, ich kenne Bernadette und ich, wir kennen uns jetzt seit der Kindergartenzeit. Und sie würde niemals Milan was antun. Herr Köbel, Sie wurden hier gerade eben vom Vorsitzenden belehrt. Sie haben hier die Wahrheit zu sagen. Ich sage die Wahrheit. Tun Sie nicht. Die Zeugin ja. Rebecca Lemke hat gerade eben bestätigt, dass sie Frau Angerer am 24.02. bei ihrem Ehemann gesehen hat. Und zwar gegen 18.45 Uhr. Entschuldigen Sie mal. Sie glauben, diese Person, die mir gerade draußen versucht hat, den Kaffee zu klauen? Also, das ist doch ein Witz. Was Sie da beide mit Ihrem Kaffee haben, interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. Vielmehr würde mich interessieren, ob Sie ja der Angeklagten aus Gefälligkeit ein Alibi geben. Nein! Dann vielleicht, weil Sie eine Affäre haben? Nein, natürlich nicht! Bernadette und ich sind befreundet und das schon seit über 25 Jahren. Na gut, dann kommen wir jetzt mal zum ganz anderen Thema. Was wissen Sie denn als bester Freund der Angeklagten, als solchen haben Sie sich gerade eben bezeichnet, über die Trennung von Frau Anger und Herrn Anger? Bernadette und ich haben oft über die Beziehung zwischen Milan und ihr gesprochen und wir haben lange immer überlegt, wie man die Ehe noch retten kann. Aber es hat sich herausgestellt, dass die beiden sich wirklich auseinandergelebt haben. Und gab es dann irgendeinen konkreten Anlass oder Auslöser für die Trennung? Sie meinen Streit oder so? Zum Beispiel? Nein, ganz sicher nicht. Das hätte Bernadette mir auch erzählt. Also, die haben sich einfach freundschaftlich getrennt. Da gab es keinen Streit. Ja, das ist doch Blödsinn, ist das doch. Da ist doch irgendwas vorgefallen zwischen den beiden hier. Glaubst du wohl nicht? Nein, ganz sicher nicht. Das hätte Bernadette mir doch erzählt. Herr Köbel, mal was anderes. Was sind Sie noch mal gleich vom Beruf? Ich bin Pharmareferent. Dann haben Sie doch mit Sicherheit immer diverse Medikamente bei sich, oder? Ja, also ich habe zu Hause mein Lager und fahre im Prinzip im Auto meine Medikamente spazieren. Das stimmt, ja. Ist darunter auch dieses Schlafmittel Calmadormol? Ja, das habe ich auch im Sortiment. Aha. War es der Angeklagten zu irgendeinem Zeitpunkt möglich, vielleicht bei Ihnen an dieses Schlafmittel zu kommen? Nein, Sie meinen, dass Bernadette mir ein Schlafmittel geklaut haben soll? Völlig unmöglich, nein. Vielleicht haben Sie es ihr auch wissentlich gegeben. Nein, natürlich nicht. Vielleicht sollten Sie mal die anderen Frauen, die Milan dort gedemütigt hat, vielleicht sollten Sie die mal befragen. Ich bin mir sicher, da finden Sie Ihre Mörderin. Vielleicht sollten Sie auch endlich mal die Wahrheit sagen. Ich sage hier die Wahrheit und so langsam nervt es mich auch, dass Sie mir nicht mehr glauben. Dann sagen Sie endlich die Wahrheit. Ach, Frau Staatsanwältin, jetzt geben Sie doch mal Ruhe. Jetzt möchte ich Ihnen beiden mal was sagen. Ob der Zeuge hier die Wahrheit sagt, das sollten wir am Ende beurteilen, ja? Im Moment interessieren nur Fragen an den Zeugen? Keine? Keine mehr. Dann bleibt der Zeuge unvereidigt. Die Zeugin Iris Schubert, bitte schön. Dankeschön, Herr Kölbe, Sie dürfen hinten Platz nehmen. Frau Schubert? Herr Vorsitzender, die Dame ist jetzt nicht mehr da. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, Frau Schubert kann gerade eben nicht. Also sind Sie die Zeugin, die Pauline Graf? Ja, dann könnte ich doch jetzt vielleicht, oder? Ja, was meinen Sie mit die Frau Schubert kann gerade eben nicht? Ja, die ist gerade eben an mir vorbeigerannt auf Toilette. Ich glaube, der ging es gerade jetzt nicht so gut. Na gut, ja, dann kommen Sie doch gerade mal einfach zuerst. Dann hoffen wir einfach, dass es gleich wieder besser geht. Und Sie nehmen bitte mal einfach hier Platz. Ich möchte Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Mhm. Ja. Sie heißen Pauline Graf, Sie sind 25 Jahre alt, Sie wohnen in Hamburg. Sie sind ledig, Studentin, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten hier. Richtig. Frau Graf, in welchem Verhältnis standen Sie zu Milan Anger? Also ich wohne ungefähr 3 Häuser von Milan entfernt. Und ich habe halt irgendwann mal mitbekommen, dass er vielleicht ein bisschen Unterstützung oder Hilfe gebrauchen könnte. Und dann hatten wir so einen Deal. Ich helfe ihm etwas im Haushalt und er bezahlt mich halt dafür. Kennen Sie die Angeklagte auch? Nur flüchtig. Also ich weiß schon, dass sie die Ehefrau von Milan ist. Aber so wirklich einen Kontakt hatten wir nicht. Aber trotzdem sollen Sie die Frau Anger im Supermarkt
angesprochen haben, ja, ist das richtig? Ja, ist ein bisschen komisch. Also ich habe sie halt im Supermarkt getroffen, an der Obsttheke, ja. Mhm. Wann waren das genau? 2 Wochen vor dem Mord an Milan. Und ja, also ich meine, ich habe halt damals schon gewusst, dass Milan sich ab und zu ein paar Damen vom Begleitservice nach Hause holt zu sich. Mhm. Ja, und? Ich war der Meinung, ich müsste Frau Angerer darauf ansprechen, weil ich war der Meinung, sie würde halt für Milans Unterhalt aufkommen. Ja, und von daher dachte ich, sollte sie vielleicht schon wissen, was ihr Mann da mit ihrem Geld anstellt. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht, weil erstens haben wir nie miteinander gesprochen. Mhm. Zweitens konnte Milan mit seinem Geld machen, was er wollte. Und wir hatten beide unser eigenes Geld und haben für uns selber gesorgt. Mhm. Jetzt bleiben wir mal bei der Zeugin. Sie sagen, Sie haben sie angesprochen im Supermarkt. Und wie hat sie darauf reagiert, auf das, was Sie gesagt haben? Also ich fand es jetzt ein bisschen komisch, weil sie hat mich jetzt gefragt, was Milan genau mit den Frauen machen würde. Also ich meine, eigentlich ist es klar, was man damit macht. Also mir war jetzt nicht bewusst, dass ich ihr das jetzt noch mal erklären müsste. Aber gemeint hat Frau Angerer damit ja wohl etwas anderes, oder? Nämlich, ob Milan Angerer von diesen Frauen Fotos macht. Keine Ahnung. Also wie gesagt, mir war die Reaktion von ihr sowieso ein bisschen komisch. Verstehe überhaupt nichts mehr. Haben sich denn jetzt alle gegen mich verschworen, oder was? Entschuldigung, was heißt denn gegen Sie verschworen? Wie meinen Sie denn das? Ja, die Begegnung hat niemals stattgefunden. Ich kenne das Mädel nicht. Natürlich. Nein. Entschuldigen Sie, Herr Richter, dass ich schon wieder störe. Frau Schubert. Aber ich bin doch jetzt eigentlich dran. Und bitte schön, jetzt beruhigen Sie erstmal. Sie sind ja völlig aus dem Häuschen, ne? Ja, das ist doch auch logisch. Ich überführe ja nicht jeden Tag einen Mörder. Ich höre das nervlich einfach nicht mehr aus. Ich bin völlig... Frau Schubert, was glauben Sie, was Sie mit meinen Nerven machen? Nee, also Spaß beiseite. Ich bin jetzt gerade mit in der Vernehmung einer anderen Zeugin, ja? Weil Sie vorher gerade nicht erreichbar waren. Da kann ich jetzt nicht einfach mittendrin aufhören und Sie vernehmen. Jetzt müssen Sie schon einen Moment Geduld haben und bitte warten, bis ich mit der Vernehmung hier fertig bin. Lassen Sie mich bitte los, das ist irgendwie überhaupt nicht zu sagen. Ja, lassen Sie doch die Frau mal los. Das jetzt bitte schön. Ihnen ist da was gefallen. Ach, kommt mir aber bekannt vor. Herr Vorsitzender? Was haben Sie da? Geben Sie das doch mal. Das ist gerade dem Zeugen Kölbe wohl offensichtlich aus der Tasche gefallen. Calmar-Dormol. Calmar-Dormol, das ist ja genau dasselbe Schlafmittel, das auch Milan Angerer verabreicht. Ist er weg? Das ist genau dasselbe Schlafmittel, das dem Herrn Angerer verabreicht worden ist. Das würde ja vielleicht erklären, warum er sich sowieso die ganze Zeit so seltsam... Was Sie das da gerade sagen, Entschuldigung, das mit dem Kaffee und jetzt, wo Sie das Schlafmittel da haben, da wird mir schon wieder gleich ganz schlecht. Wieso wieder schlecht? Setzen Sie sich doch mal am besten hin. Setzen Sie hin. Dieser Hannes Köbel, der wollte mir ständig diesen Kaffee andrehen. Ja, das stimmt. Der hat so einen Tick mit seinem Kaffee. Ich habe draußen von ihrem Kaffee einen Schluck trinken wollen und dann ist er völlig ausgerastet. Der wollte ständig, dass ich von diesem Kaffee trinke. Und seit ich, aber erst nachdem er mitbekommen hat, dass ich wichtige Beweise habe. Und wissen Sie, da ist mir von 2 Schluck Kaffee so schlecht geworden, da musste ich auf Toilette und mir, Entschuldigung, den Finger in den Hals stecken. Das hört sich aber ganz so an, als hätte der Herr Kölbe versucht, Sie mit diesem Schlafmittel außer Gefecht zu setzen, dass Sie keine Aussage machen können. Oh mein Gott. Darf ich mal bitte telefonieren? Ich würde ja, ganz gerne was veranlassen in Bezug auf den Herrn Kölbe. Der Kaffee war vergiftet. Wie geht's Ihnen? Soll ich einen Arzt rufen, würde ich mal sagen? Ich glaube, das geht schon, danke. Ich glaube, das ist nur die Aufregung. Ja, wenn Sie wirklich diese Schlafmittel verabreicht bekommen haben sollten, das ist natürlich, wenn es in einer hohen Konzentration war, sehr gefährlich. Ich habe nur 2 Schluck von dem Kaffee genommen. Das ist... Warten wir gerade einen Moment, bis die Staatsanwältin fertig ist. Alles woanders, ja. Also Frau Schubert, mir wäre es trotzdem lieber, wenn sich vorsorglich zumindest mal ein Arzt das anschaut. Herr Seeler, würden Sie gerade vielleicht mit der Frau Schubert noch herausgehen und kümmern Sie sich bitte darum. Selbstverständlich, Frau Schubert. Also mir ist es doch ein bisschen zu gefährlich, sonst wird uns auch noch mulmig. Ja. So, nach all den Aufregungen, gibt es denn noch Fragen hier an die Frau Graf? Keine Fragen. Ja? Ich habe noch Fragen an die Frau Graf. Frau Graf, wurden Sie eigentlich jemals von Milan Angerer fotografiert? Nein, nicht niemals. Mm-mm. Auch nicht im betäubten Zustand? Nein. Frau Graf, Sie haben doch da ein Merkmal an der linken Schulter, das Sie ganz eindeutig identifiziert. Was meinen Sie damit? Ihre Mutter hat mir erzählt, dass Sie da ein ganz auffälliges, herzförmiges Muttermal an Ihrer linken Schulter haben. Ach was, ja, das hat sie. Herr Vorsitzender,
Dürfte ich vielleicht mal ganz kurz einen Blick auf die Fotos werfen? Bitte schön, ja, wenn Sie es nicht überall rumzeigen. Wollen Sie nicht aus, der Vorländer? Ich meine, abgesehen davon, dass die Zeugin doch gar nicht wissen kann, wenn sie in bewusstlosem Zustand fotografiert wurde, genau, ob sie fotografiert wurde. Hatten Sie mal, Frau Schank, ich glaube, ich habe da was, was uns alle interessieren könnte. Schauen Sie mal, ich zeige Ihnen auch das Foto so, dass es sonst niemand im Publikum sehen kann. Könnten das Sie sein auf dem Foto? Nein. Sie haben es noch gar nicht richtig angeschaut, das Foto. Jetzt werfen Sie doch mal einen Blick drauf. Brauche ich auch nicht, weil ich weiß, dass ich das nicht bin. Brauchen Sie nicht? Nein. Frau Graf, ich habe hier den Ausschnitt von der linken Schulter, der auf diesem Foto zu sehen ist, extra mal vergrößern lassen. Schauen Sie mal, was da zu sehen ist. Ein herzförmiges Muttermal. Oh, verdammt, ich bin es nicht. Wollen Sie wirklich dabei bleiben, dass Sie das nicht sind? Ja. Schauen Sie sich das auch noch mal ganz genau an. Frau Graf, ich muss Sie daran erinnern, dass Sie hier unter Wahrheitspflicht stehen. Ja, Frau Graf. Das ist sehr wichtig. Ja, verdammt, es ist meine Schulter. Und warum, Frau Graf, geben Sie das erst jetzt zu? Wissen Sie, wie abartig das ist? Und außerdem, es ist mir total peinlich. Heißt das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass diese Fotos ohne Ihre Einwilligung, ohne Ihr Wissen gemacht worden sind? Ja. Und damit haben jetzt auch Sie ein Mordmotiv. Ist Ihnen das klar? Ja, ich weiß das. Und genau deswegen habe ich immer gesagt, dass ich das nicht bin auf diesen Bildern. Ich habe auch erst nach dem Mord bei der Polizei erfahren, dass es sowas gibt. Und hätte ich das gewusst, dass Milan sowas macht, glauben Sie mir, ich wäre schon freiwillig zur Polizei gegangen und hätte eine Anzeige gemacht. Und vor allen Dingen hätte ich Milan ordentlich die Meinung gesagt. Können Sie das irgendwie beweisen? Nein, natürlich nicht. Aber Sie müssen mir einfach glauben. Es ist die Wahrheit. Ich hoffe nur, dass Sie den wirklichen wahren Mörder finden. Ich war es wirklich nicht. Glauben Sie mir. Hat noch jemand Fragen? Keine Fragen. Mehr. Herr Seelhoff, wie geht's denn der Frau Schubert? Also soweit ganz gut. Wenn Sie möchten, kann ich Sie reinholen. Hat der Arzt grünes Licht gegeben? Jawohl. Wenn keine Fragen mehr sind hier, keine. Nein, danke. An die Frau Graf, dann bleiben Sie unfreiwillig. Dürfen Sie bitte den Platz nehmen, ja. Jetzt sage ich Ihnen, Iris Schubert, bitte schön. Frau Schubert, dann kommen Sie mal. Frau Schubert, wie geht's Ihnen denn jetzt inzwischen? Ja? Kommen Sie mit nach vorne. Ich bin einfach nur froh, wenn der Tag hier heute vorbei ist. Ja, glauben Sie, Vernehmung stehen Sie durch? Ja. Gut. Also, dann sind wir jetzt mal soweit. Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Ja. In der Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Iris Schubert, 37 Jahre alt. Sie wohnen in Hamburg, verheiratet. Sie sind Angestellte in einem Spielwarenladen. Nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Ja. Nein. Darf ich Ihnen nun endlich die Beweise zeigen, die ich gefunden habe? Also gut, was für Beweise sind das denn? Hier in die Plastiktüte müssen Sie gucken. Das habe ich heute Morgen bei mir im Komposthaufen gefunden, als ich ein neues Beet anlegen wollte. Die Plastiktüte auch? Nein, ich habe das. Ich wollte meine Tasche nicht schmutzig machen. Aha. Und deswegen habe ich das da schon mal. Und haben Sie im Komposthaufen umgekramt oder wie? Ich wollte heute Morgen ein neues Beet anlegen. Und da habe ich, als ich die Erde von unten rausgeholt habe, und mit einmal hatte ich das in Händen. Also das ist so ein Papiersack, hä? Ganz offensichtlich. Und da drin, da ist eine Bluse oder sowas, oder was ist das? Und Fotos sind da drin. Fotos und eine blutige Bluse, genau. Das kann doch nur bedeuten, dass sie das bei mir im Komposthaufen versteckt hat, damit die Polizei das bei ihr nicht findet. Genau. Die Bluse kenne ich ganz genau. Die gehört Frau Angerer. Ja, die kennen Sie. Oh ja, sicher. Ich habe sie noch an diesem Abend gesehen. Und sie hatte sicher die Bluse an. Da bin ich mir genauso sicher, weil ich habe sie ja noch durchs Fenster gesehen. Na gut, abgesehen davon können wir sowieso. Da ist tatsächlich Blut drauf. Ja, das Blut und genauso die DNS-Spuren auf der Bluse. Und die Fotos da, die passen zu den übrigen Fotos. Das ist genau dieselbe Machart. Leicht im Labor analysieren lassen. Und dann werden wir sehr schnell herausfinden, wem diese Bluse gehört. Und wir werden auch sehr schnell feststellen, wem das Blut darauf zu wem es gehört. Frau Anger, können Sie uns das erklären? Eine Bluse, von der Ihre Nachbarin sagt, es sei Ihre Bluse. Eine Bluse, auf der Blut drauf ist. Und Fotos, die genauso aussehen wie die Fotos, die wir in der Wohnung gefunden haben. Ah, sehr schön. Ich sehe, Sie haben den Herrn Kölbe gefunden. Würden Sie bitte noch mit ihm draußen warten? Ja, jetzt sind wir gerade. Da habe ich einen wichtigen Sag Punkt. Sag nichts, Bernadette. Jetzt haben Sie mal Sendepause, Herr Kölbe, ja? Bernadette, bitte. Nun, Frau Anger, haben Sie uns noch was zu sagen? Nehmen Sie doch mal gerade bitte wieder Platz. Ja.
Ja, ich kannte diese perversen Fotos wirklich schon länger. Ich hab ihn dann einfach irgendwann vor die Tür gesetzt, weil ich mich so geekelt habe vor diesem Schwein. Ja, haben Sie Ihren Mann auch auf diese Fotos angesprochen? Ja, er hat sich aber nur entschuldigt und meinte, er würde sich bessern, es würde nie wieder vorkommen. Und ich habe ihm das alles geglaubt, weil er auch gesagt hat, er liebt mich. Und dann hat mich auch noch die Pauline drauf angesprochen, auf diese ganzen Frauen. Und dann habe ich die Fotos gefunden und dann konnte ich nicht anders. Dann habe ich Hannes das Schlafmittel gestohlen und habe es versucht, Milan unterzumischen. Aber er hat es mitgekriegt und dann ist er auf mich losgegangen. Und ich habe mit der Krücke auf ihn eingeschlagen, weil ich nicht mehr konnte. Und danach sind sie zu sich nach Hause gefahren, haben sich umgezogen und die Bluse und die Fotos auf dem Kompost ihrer Nachbarin versteckt. Ja, genau. Und sind sie dann zu Herrn Kölbe gefahren, um mit ihm ihr Alibi abzustimmen? Ich habe alles gebeichtet. Und als Sie dem Herrn Kölbe alles erzählt haben, wie hat er darauf reagiert? Er hat gesagt, dass er mich versteht. Herr Seeloff, dann holen Sie doch jetzt bitte mal den Herrn Kölbe herein. Ja. Hat noch jemand Fragen an die Frau Schubert? Keine Frau Schubert, ich glaube, Sie haben uns ganz entscheidend weitergeholfen. Sie bleiben unvereidigt. Dankeschön. Und nehmen bitte da hinten Platz. So, dann setzen Sie den Herrn Kölbe doch bitte hier vorne mal auf den Zeugenstuhl noch mal. Herr Kölbe, und dann belehre ich Sie noch mal. Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Sie können allerdings auf alle Fragen keine Auskunft geben, wo Sie sich selbst belasten wollen. Nur lügen, das hätte ich bitte nicht mehr gern. Verstanden. Die Frau Angerer hat gerade eben gestanden, ihren Ehemann Milan Angerer getötet zu haben. Milan war ein Schwein. Er hat die Strafe verdient. Und außerdem, ich habe ja auch Schuld daran. Wie meinen Sie das? Bernadette hat mir von den Fotos erzählt. Und ich habe ihr immer und immer wieder gesagt, dass sie was unternehmen muss. Weil so einer wie Milan, der würde sich nie ändern. Haben Sie die Frau Angerer auf die Idee gebracht, ihren Mann zu töten? Nein, ich habe ja nicht gemeint, dass sie ihn umbringen soll. Aber als sie es dann getan hat, dann musste ich doch was unternehmen. Ich musste doch zu ihr halten. Ich liebe Bernadette doch. So ist es. Und deshalb haben Sie heute ja auch versucht, die Zeugin Schubert hier außer Gefecht zu setzen. Weil Sie gedacht haben, dass die was Belastendes gegen die Angeklagte hier vorbringen will. Ich musste Bernadette doch helfen. Und dafür waren Sie bereit, auch jetzt selbst einen Mord zu begehen? Frau Lemke, an Sie habe ich noch eine Frage. Bleiben Sie dabei, dass die Fotos freiwillig gemacht worden sind bei Ihnen? Ich belehre auch Sie jetzt, Sie müssen echt die Wahrheit sagen, aber Sie müssen sich selbst nicht belasten, 55 StPO. Ja, Milan hat mich auch betäubt. Ich wollte es bloß nicht sagen, aus demselben Grund wie Pauline, weil mir das einfach, ich habe mich so geschämt. Und weil Sie befürchtet haben, dass man Ihnen dann auch ein Mordmotiv unterstellt, oder wie? Ja. Ja, ich hätte da noch eine Frage an meine Mandantin. Ja, bitte. Frau Angerer, was wollten Sie damit bezwecken, als Sie da das Schlafmittel in den Café für Ihren Mann getan haben? Ich wollte ihm zeigen, dass er das einfach nicht machen kann. Ich wollte, dass er nur einschläft. Mehr wollte ich nicht. Einschläft und nie wieder aufwacht, oder wie? Das wollte ich nicht. Aber was hätte denn dann sein sollen, wenn er wieder aufwacht? Er sollte wissen, wie es ist, hilflos zu sein, aufzuwachen und nicht zu wissen, was passiert ist. Ja, aber als er dann vor Ihnen lag, bewusstlos niedergeschlagen, was haben Sie sich da gedacht? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte, dass er hilflos ist. Mehr nicht. Dann geht aber ein vorsorglich noch der rechtliche Hinweis, dass hier auch eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge, § 227 Absatz 1 StGB in Betracht kommt. Hier zu Erklärungen. Keine. Schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, der Verteidiger. Die Angeklagte hat die Tat gestanden. Und damit hat sich der Tatvorwurf sowie angeklagt bestätigt. Die Angeklagte hat ihren arglosen Mann vergiftet mit Schlafmittel. Und zwar so viel, dass es tödlich war. Und sie hat daraufhin ihren Mann, als er wehrlos war, so lange niedergeschlagen, bis dieser bewusstlos zu Boden ging. Und indem die Angeklagte ihren Mann in dieser arg und wehrlosen Situation einfach hat liegen lassen und ihrem Schicksal überließ, hat sie seinen Tod billigend in Kauf genommen und damit eiskalt einen Mord begangen. Ich beantrage daher, die Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, Mord, wie Sie ihn annehmen, setzt voraus, dass meine Mandantin einen Tötungsvorsatz hatte. Das heißt, sie hätte den Tod ihres Mannes entweder gezielt herbeiführen wollen oder aber sie hätte seinen Tod billigend in Kauf nehmen sollen.
aber das hat sie nicht. Wir haben hier ganz klar von ihr gehört, dass sie ihrem Mann lediglich einen Denkzettel verpassen wollte. Sie wollte ihn in diesen Zustand der Hilflosigkeit versetzen, ihm dieses Gefühl der Hilflosigkeit vermitteln, so wie er das mit vielen, vielen Frauen gemacht hatte, denen er ein Schlafmittel verabreicht hatte und dann, ohne ihr Wissen, im bewusstlosen Zustand Fotos von ihnen gemacht hatte. Das war ihre Zielrichtung. Sie wollte zu keinem Zeitpunkt ihren Mann töten. Und übrigens, allein aus der Höhe der Schlafmitteldosis lässt sich auch nicht der Schluss ziehen, dass meine Mandantin damit hätte rechnen müssen, dass ihr Mann stirbt. Sie hat sich da gar keine Gedanken gemacht, dass diese Dosis, dass das, was sie da in den Kaffee geschüttet hatte, womöglich eine tödliche Wirkung entfalten könnte. Nein, meine Mandantin hat sich deshalb mangels Tötungsvorsatz nicht wegen Mordes, sondern wegen einer Körperverletzung mit Todesfolge strafbar gemacht. Und dafür beantrage ich mit Blick auf Ihr Geständnis eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger, Frau Angerer. Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen und Sie haben auch das letzte Wort. Nein. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Bernadette Anger ist schuldig der Körperverletzung mit Todesfolge, Paragraphen zur 24 Absatz 1 Nummer 1 und 2 zur 27 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Und es ergeht der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg-Mitte vom 25. Februar 2008, bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Es spricht vieles dafür, dass Sie Ihren Ehemann töten wollten. Zum einen natürlich die objektive Menge von diesem Schlafmittel, aber es ist natürlich denkbar, dass Sie sich nicht informiert haben, ab welcher Dosierung dieses Schlafmittel tödlich ist. Es ist eigentlich ja auch bekannt, dass es manche Schlafmittel gibt, die überhaupt nicht tödlich wirken können. Es spricht natürlich auch für einen Tötungsvorsatz, dass sie auf ihn eingeschlagen haben, als sie entdeckt wurden. Das legt die Vermutung nahe, dass sie einmal entdeckt seinem Leben ein Ende setzen wollten, um den Giftanschlag zu vertuschen. Aber wir können nicht in sie hineinsehen. Und das, was sie uns am Ende gesagt haben, ist nun mal durchaus plausibel, dass sie nämlich nur wollten, dass er auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit bekommt, dass er offensichtlich einigen Frauen angetan hat. Und sie wollten, dass er irgendwann aufwacht und bemerkt, dass er auch betäubt war. Ja, so kann es gewesen sein. Und auch noch in dem Moment, als sie dann mit seiner Krücke auf ihn losgegangen sind, können wir ihnen nicht unterstellen, dass sie ihn töten wollten, zumal man ja normalerweise mit einer Krücke niemand tötet. Sondern auch da kann ihre Hauptmotivation immer noch gewesen sein, dass sie einfach wollten, dass er jetzt einschläft und dieses Gefühl der Hilflosigkeit erlebt. Etwas anderes können wir ihnen einfach nicht nachweisen, können wir ihnen nicht zu ihren Lasten unterstellen, sondern wir müssen genau von diesem Sachverhalt zu ihren Gunsten ausgehen. Und dann bleibt hier eine Körperverletzung mit Todesfolge, weil objektiv seinen Tod verursacht, haben sie natürlich mit dieser Überdosis Schlafmittel. Wir sind auch der Meinung, dass unterm Strich hier eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren Tat und Schuld angemessen ist. Gegen das Urteil kann allerdings noch die Frau Staatsanwältin innerhalb einer Woche Revision einlegen. Ja, Frau Graf, Frau Lemke, ist mir absolut nachvollziehbar, wie unendlich peinlich Ihnen diese Aufnahmen sind, obwohl Sie dafür ja nichts können. Mir ist auch nachvollziehbar, dass Sie es beide gedacht haben, Sie würden in Verdacht geraten, wenn Sie einräumen, was da mit Ihnen passiert ist. Ich kann Ihnen nur die Angst nehmen, dass diese Fotos irgendwo noch in falsche Hände geraten. Also das Kapitel ist ein für alle Mal abgeschlossen, die wandern in die Asservatenkammer und werden nie mehr irgendjemandem zu Gesicht kommen. Herr Kölbel, bei Ihnen sieht es natürlich etwas anders aus. Sie haben ja selbst eingestanden, dass Sie die Frau Schubert töten wollten. Das heißt, Ihnen wird ein versuchter Mord zur Last gelegt werden. Frau Schubert, da hat man volles Verständnis, wenn die Nerven flattern. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ohne Kaffee Sie die Ruhe selbst sind. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Hannes Kölbel wurde wegen versuchten Mordes, versuchter Strafvereitelung und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Jahren verurteilt. Rebecca Lemke und Pauline Graf wurden wegen uneidlicher Falschaussage zu jeweils 9 Monaten Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt.